Mein heutiger Gast ist eine junge Frau, die schon immer geschrieben hat und dass sie durch das Schreiben sich und die Welt ein bisschen besser versteht. Lea Weigand hat mit ihrem Text ungepflegt Millionen von Menschen berührt. Sie hat eine große Präsenz, wenn sie ihre Gedichte vorträgt. Es entsteht sofort eine große Intensität zwischen ihr und den Zuhörern. Wie ist es für sie, plötzlich bekannt zu sein, wo sie doch sich selbst eher als introvertiert beschreibt? Wie wird es sein, mit einem Pflegeherz Ärztin zu werden und warum ist Marburg so schön? Darüber sprechen wir heute in diesem Podcast. Herzlich willkommen, Lea Weigand. Ja, hallo, danke. Ich freue mich. Du bist gerade auf Tour. Wie ist es so? Ja, es ist sehr aufregend. Also ich darf mich jetzt zum ersten Mal als Autorin fühlen und meine kleine Lese-Premierenreise machen und ja, es macht sehr viel Spaß. Du bist ja vielen bekannt geworden durch diesen Auftritt in der Talkshow, ungepflegt. Aber ich habe ja jetzt gemerkt, es zeigt so viele Facetten, ja, der Menschlichkeit. Also da geht es weit noch über die Pflege hinaus. Ja, das ist richtig. Also ich bin so mit dem Pflegetext irgendwie ein bisschen bekannt geworden. Aber genau, ich habe eigentlich ganz viele Themen und habe so gemerkt, so der rote Faden, der sich durchzieht, ist immer so eine Suche oder ein Anspruch auf Menschlichkeit. Und da, das ist aber ganz bunt daran, ja. Du kannst so wahnsinnig gut schreiben. Also es ist wirklich, ich bin beeindruckt und du bist noch so jung. Wann fing das bei dir an, dass du so gut Dinge beschreiben kannst? Also ich glaube, ich habe schon relativ früh gemerkt, dass das Schreiben so meine Ausdrucksform ist. Also ich habe schon in der Grundschule Tagebuch geschrieben und habe gemerkt, irgendwie verstehe ich mich und die Welt im Schreiben ein bisschen besser. Und ja, dann habe ich irgendwann auch angefangen, so diese Gedichtsform auszuprobieren, erste kleine Gedichte geschrieben. Und dann irgendwann, ja, ich glaube so nach dem Abi, habe ich ja bei den ersten Slams mal teilgenommen und es hat mir viel Spaß gemacht, auch auf der Bühne das zu lesen, zu performen. Du stehst da ja ganz alleine auf der Bühne und bist du aber gar nicht so diese, also das, was man sich so unter Rampensau vorstellt, sondern kann man sagen, dass du eher eigentlich so stiller bist von deinem Wesen her? Ja, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Ich würde mich eher als introvertiert bezeichnen, aber habe festgestellt, dass das überhaupt kein Hinderungsgrund ist, um auf der Bühne zu stehen und habe auch ganz viele Menschen kennengelernt, die auf der Bühne stehen und trotzdem eher stillere Typen sind. Und ja, damit will ich eigentlich auch Mut machen an die leisen Menschen, dass die auch ganz viel zu sagen haben. Es ist immer schwierig mit dem Verallgemeinern, aber die Stillen haben manchmal viel mehr zu sagen als die Lauten. Ja, ich glaube, dass sich gerade stillere Menschen ja auch viel mehr Gedanken machen, bevor sie etwas sagen und dadurch aber ja weniger sagen, aber vielleicht manchmal mit mehr Inhalt. Also ja, das kann man aber nicht verallgemeinern, aber ja, die Erfahrung mache ich manchmal. Mhm. Aber und ist es verbunden mit viel Überwindung oder Lampenfieber, wenn du in die Öffentlichkeit gehst, fällt es dir schwer? Also es wirkt nicht so, es wirkt sehr leicht. Ja, also ich bin auf jeden Fall aufgeregt, immer noch bei eigentlich jedem Auftritt und gerade bei Kameras. Also ich habe vor Kameras deutlich mehr Respekt als vor Menschen und ja, ich glaube, es ist aber auch ein bisschen an meiner Natur, dass ich, je aufgeregter ich bin, desto mehr strahle ich nach außen so eine Ruhe aus. Ja. Das muss man erstmal aber innerlich trotzdem. Also es gibt ja auch ganz großartige Schauspieler, die sehr schüchtern sind. Wahrscheinlich ist es gerade das, dass man dann auch eine Ausdrucksform findet, um das Innerste nach außen zu kehren. Total. Also für mich ist das halt auch so eine Psychohygiene, dieses Schreiben, dass ich da einfach ganz viel verarbeite. Du zitierst am Anfang Erich Kästner. Also formulieren bedeutet auch zu verstehen und Rätsel zu lösen. Wahrscheinlich auch so die innerlichen Rätsel, die man selber, ne? Also tagtäglich ist man ja mit Rätseln konfrontiert. Und dann einer der kostbarsten Augenblicke entsteht dort, wo einer für die andere spricht, seine Stimme für sie erhebt und Worte dort findet. Und ich glaube, das ist es auch, das, was so viele faszinierend finden an deinen Texten, jetzt halt auch gerade ungepflegt. Man erkennt sich so wieder. Ja, total. Und also das ist ja für mich auch irgendwie das Schönste, was ich hören kann, wenn Menschen mir sagen, dass sie sich in meinen Texten wiederfinden oder dass sie ja das Gefühl haben, ich gebe ihnen eine Stimme für etwas, was sie nur fühlen können. Das ist ja das, was mich fasziniert an Sprache und ja, was man mit Sprache auch so schaffen kann. Ja, das ist eigentlich, also das vergisst man manchmal, ne? Also so, ich fand das so ganz interessant, dass jemand wie du, so jung wie du bist, trotzdem so eine Sehnsucht nach der analogen Welt hat und Worte, also so schreiben, Bücher und so ist ja auch analog. Ja, also ich habe auch diesen Text, ein Loblied an die
analoge Welt habe ich auch bewusst an den Anfang gesetzt, weil ja Buch immer noch sowas ist, was aus der analogen Welt irgendwie bleibt und auch immer noch Anklang findet, obwohl es technisch längst überholt ist mit allem Digitalen. Ja, aber ich selbst, ich würde mich auch nicht als Digital Native bezeichnen. Ich bin, glaube ich, noch relativ analog groß geworden und merke, dass ich immer mal wieder gerne zur Erholung da auch zurückkehre. Also es gibt schon auch innerhalb der jungen Generation, so in deinem Alter, diese Sehnsucht auch nach ein bisschen mehr Ruhe. Ja, total. Also ich höre auch super gern Platten und nee, ich glaube, das ist schon auch was Typisches für unsere Generation, dass wir uns nach diesem Peak des Digitalen irgendwie wieder ein bisschen zurücksehnen, nach ein bisschen mehr nach der Welt an sich irgendwie. Ja, ja, ja. Und schaffst du es dann auch mal zum Beispiel, dich davon also zu distanzieren? Kannst du dann auch mal sagen, nee, jetzt mal kein Handy heute oder mach mal Ruhe, geh mal raus in die Natur? Ja, also das ist was ich auch in dem letzten Jahr vor allem sehr viel gelernt habe oder auch lernen musste, da auch so ein bisschen meine Rolle zu finden, dass ich eigentlich gar keine Influencerin bin, die jetzt auch so viel Spaß daran hat, täglich Dinge zu posten und so. Mhm. Sondern ja, ich habe jetzt einfach viele Follower durch diesen Text bekommen, aber ich muss mich eigentlich davon freimachen, da jetzt Erwartungen erfüllen zu müssen. Klar. Ich bin da in meinem Maß präsent und ansonsten grenze ich mich da auch ab. Du gehst einfach deinen Lehrweg damit. Also ich finde, man kann das ja machen. Das Schöne, also das ist ja immer so ambivalent, also das ist auf der einen Seite ist es manchmal, hat es negative Seiten, so die ganzen sozialen Netzwerke. Aber wenn man jetzt zum Beispiel wieder sieht, wie die Menschen dein Video kommentieren, also das ist ja dann auch wieder ein Glück, sowas zu lesen. Mhm. Ja, total. Und das darf man auch nie nicht sehen. Also dieses, dass überhaupt durch den Text so viele Menschen erreicht werden konnten und irgendwie auch dieses Thema damit wieder so präsent wurde. Das wäre ohne soziale Netzwerke überhaupt nicht möglich. Ja, und auch diese Vereinigung, die so unter den Videos passiert, fand ich so schön, wie so viele plötzlich gesehen haben, boah, wir denken ja alle das Gleiche und wir sind so viele eigentlich. Ich glaube, dass der Mensch im konkreten Umgang und dass der größte Teil der Menschen eigentlich eher hilfsbereit ist. Ja, ich glaube auch und ich versuche auch im Moment immer so diese Alltagsmomente dann auch wahrzunehmen, wo Menschen jemand anderem irgendwie die Tür aufhalten oder den Kinderwagen die Treppe runtertragen. So, das sind irgendwie die schönen Momente, die einem auch so Mut machen und wieder einen positiven Blick auf die Menschheit geben. Gerade in so einer Situation, wo ja überall erzählt wird, wie schlecht die Welt ist. Dass man gerade als junger Mensch dann ja auch, also gerade wenn man überlegt, ich will eine Familie gründen, ich will Kinder. Und man hört ja öfters auch von jungen Menschen in deinem Alter, die sagen, ich will keine Kinder in diese Welt setzen. Das ist so eine übliche Frage im Moment, ist, dass man sich darüber unterhält, ob es noch Sinn ergibt, irgendwie die Menschen in die Welt zu setzen. Aber ja, ich bin da eigentlich bei dir, dass wir im Moment keine andere Wahl als Hoffnung haben. Also sonst hat das alles gar keinen Sinn mehr. Ja. Es gibt immer so zwischendrin mal, zum Beispiel, ich lese einfach mal vor, damit man sich das vorstellen kann. Wenn nichts klappt, kann man es auch aushalten, sagt der Taxifahrer und weiß nicht, wie poetisch er für mich klingt. Also es ist wirklich so, das ist ja so ein toller Satz. Oder wir sind kurz mal falsch abgebogen, erklingt der Lokführer durch die Lautsprecher und weiß nicht, wie poetisch er für mich klingt. Also es passieren so viele Dinge am Tag im Leben, die sind sehr poetisch. Ja, und das sind auch alles so Inspirationsquellen für mich, wo ich irgendwelche Sätze höre und mir so denke, ja Mensch, das war gerade ein schöner Satz oder den könnte man gerade auch ganz anders noch deuten und metaphorisch sehen, ja. Ist es deinen Eltern zu verdanken, also dass die dich mit Büchern irgendwie großgezogen haben oder Wert darauf gelegt haben oder wie kam das? Ja, ich bin erstmal auf dem Land groß geworden und war einfach in meiner Kindheit ganz, ganz viel draußen unterwegs. Und ja, meine Eltern, das muss ich denen aber wirklich auch zugute heißen, die haben uns ganz viel vorgelesen schon immer und bei uns gab es auch immer viele Bücher und als wir selbst lesen konnten, haben wir ganz viel auch selbst dann Bücher verschlungen. Und ja, ansonsten auch Kassetten gehört und solche Sachen, ja. Aber die müssen doch ein gutes Gefühl haben sein. Ich weiß jetzt nicht, was deine Schwester macht, also die wird bestimmt auch ihren Weg gehen, aber das so jetzt zu sehen, wie du mit Poesie und überhaupt mit dem, was du machst, also
die können stolz auf euch sein. Mhm, ja, also die sind da wirklich stolz auf mich und unterstützen mich da sehr. Und ja, haben auch schon von den ersten Zeilen an irgendwie mich da bestärkt. Ich glaube, sonst hätte ich auch nicht weitergemacht. Am Anfang findet man ja immer alles ganz schlecht, was man da schreibt. Gab es schon auch Menschen, nicht nur die Eltern oder deine Schwester, die dir geholfen haben, die dich so ein bisschen auf die Bühne geschubst haben? So. Also das braucht es, glaube ich, wirklich. Das braucht, glaube ich, jeder. Solche Menschen, die etwas in einem sehen und dann einen immer mal wieder ein bisschen kicken und sagen, mach mal hier, mach mal das. Ja, also besonders ein Freund, der ist jetzt auch mit mir gerade in Berlin, der auch Künstler ist und der immer gesagt hat, Lea, jetzt hier, nimm mal was auf oder schreib doch jetzt mal ein Buch und mach mal hier. Die Stadt an der Lahn, also man kriegt ja so eine Lust. Ich war jetzt schon längere Zeit nicht mehr in Marburg. Also ich denke, das ist auch eine Liebeserklärung an deine Heimat, an deine Heimatstadt. Ja, total, ja. Das ist ja wirklich. Hättest du Lust, daraus was vorzulesen mal? Ja, gern machen. Habe ich kurz eine Sekunde, um das natürlich, Buch zu holen? Natürlich, klar. Ich habe es nämlich gerade nicht. Ja, ja, ich habe es, aber das nutzt dir ja nichts. Ja, ich warte dann auf dich. Einen Moment. Ja, ja, ganz, überhaupt kein klar. Problem. Ja, das ist ein Liebesgedicht an meine Stadt, in der ich im Moment wohne, an Marburg. Und der geht so, der Text. Mit seinen blütenbestäubten Südviertelstraßen und seinen kopfsteingepflasterten Oberstadtgassen liegt ein Städtchen ganz klein am Ufer der Lahn und betört alle die, die es selbst einmal sahen. Bezahlung und Füße laufen hier bar. Zu verschenken steht auf der Kiste vorm Haus. Beine sind hier noch zum Laufen da, doch hoch in die Altstadt fährt man rauf. Im winzigen Aufzug kommt man sich nah und nimmt dafür seinen Duft in Kauf. Marburger wird, wer im Deli war, einmal rostiger Nagel auf Auflauf drauf. Zwar bedeuten Semesterferien Geisterstadt und weiß niemand, dass der Ort auch Ü40 hat. Zwar machen dich Berge und Treppen platt und hast du nach einem Sommer den Regen satt, doch mit seinen blütenbestäubten Südviertelstraßen und seinen kopfsteingepflasterten Oberstadtgassen liegt dein Städtchen ganz klein am Ufer der Lahn und betört alle die, die es selbst einmal sahen. Genau so ist es. Ja, es ist wirklich, ja, man meint, man ist in diesem Fahrstuhl und in diesen Gässchen. Also Marburg ist ja auch schon wirklich was Besonderes und ja, hast du sehr wunderschön eingefangen. Also ja. Ist es denn auch dein, aber wenn du sagst, du bist auf dem Land groß geworden, das heißt, du bist nicht direkt in Marburg groß geworden? Nee, genau. Ich bin zur Ausbildung dann nach Marburg gezogen und studiere jetzt auch dort. Du studierst jetzt Medizin. Gibt es irgendwas, was dir, was fehlt dir denn besonders? Weil du hast den Beruf ja auch richtig geliebt. Ja, also es ist wirklich ein sehr, so toller Beruf und das ist, glaube ich, auch immer bei dem Thema so wichtig zu betonen, weil nicht der Beruf schwierig ist, sondern die Bedingungen im Moment den Beruf so ein bisschen in den Schatten stellen. Und ja, ich glaube, es fehlt einfach im Moment an genügend Leute. Also es ist zu viel Arbeit für zu wenige Menschen und dadurch geht einfach so die Leidenschaft am Beruf auch leider ein bisschen verloren und die Menschlichkeit, ja, mit denen man den Menschen begegnen kann. Du hast es mit moralischem Stress mal beschrieben. Und ich glaube, das ist auch manchmal bei Lehrern, also in Berufen, wo man eigentlich wüsste, was notwendig ist, was man geben sollte den Menschen und kann es dann nicht aufgrund, wie du eben sagst, weil zu wenig Menschen da sind. Ich glaube, das ist das, was einem wirklich die Kräfte nehmen kann in diesen Berufen. Ich glaube, das ist auch das, was bei vielen dann wirklich, also auch pathologisch wird, irgendwie zum Burnout führt, weil man einfach ja gegen seine eigene Moral, seinen eigenen Anspruch arbeitet. War das oft der Fall? 3 Jahre hast du in dem Beruf gearbeitet. Also ich habe die Ausbildung gemacht, die ging 3 Jahre und davor habe ich ungelernt 1 Jahr gearbeitet. Also insgesamt kann man sagen 4 genau. Jahre. Ja. Und war das so, dass du da auch schon am Anfang genau diesen moralischen Stress empfunden hast? Ja, das war eigentlich von Anfang an immer ein Thema. Also es gibt gute Tage, wo man sehr zufrieden ist mit seiner Arbeit und dann eben auch Tage, wo es leider nicht so ist. Ja. Was sind denn so die schönsten Momente im Beruf? Also Pflege ist ein Beruf, wo man super viel zurückbekommt. Das ist ja, glaube ich, auch ja die Motivation für viele, warum sie den Beruf ergreifen, ja. Weil man einfach so direktes Feedback kommt und ja Leute dankbar sind und einem auch Wertschätzung geben. Und da erinnere ich mich einfach an viele Situationen. Also zum Beispiel, dass ich morgens ins Zimmer kam und eine Patientin gesagt hat, ach, der Engel ist wieder da oder so. Also einfach
Ja, es ist, sich Menschen freuen. Ja, und es ist natürlich auch so, wer einmal im Krankenhaus, ob man es jetzt selber war oder wenn ich mit den Eltern, mit Familienmitgliedern, der weiß ja, ihr seid unglaublich wichtig in diesem Beruf. Ja, man ist halt wirklich an den Grenzsituationen des Lebens dabei. Also es ist ja niemand so alltäglich im Krankenhaus, sondern das sind immer Situationen, die aus dem Alltag herausfallen. Also weil man krank ist oder weil ein Kind geboren wird oder weil ein Menschen aus das Leben verlässt. Also das sind ja wirklich sehr extreme Situationen, die man da begleiten darf. Und ja, hat damit auch eine ja ganz besondere Nähe zu den Menschen, die da aufgebaut wird. Gerade wenn man so jung ist, also die meisten Menschen, die diesen Beruf ergreifen, sind ja jung. Und du sagst es ja gerade, aber man ist natürlich sofort mit so existenziellen Dingen konfrontiert. Ist man denn durch die Ausbildung überhaupt genug vorbereitet auf diese Situation? Also wir hatten auf jeden Fall in der Ausbildung dazu Inhalte zu Thema Tod und Sterben. Und wir hatten sogar so ein Sterbeseminar über ein Wochenende. Das sind auf jeden Fall, ist also richtig gut und wichtig, dass es das gibt. Ja, aber ich glaube, so am meisten lernt man dann im praktischen Erfahren. Also immer wieder in diese Situation kommen. Und da würde ich mir tatsächlich mehr Begleitung wünschen, dass da auf Station einfach mehr Möglichkeit für Supervision oder Begleitung besteht. Hm. Was müsste denn noch mehr sein? Also du hast schon gesagt, es sind einfach zu wenig Menschen. Und was müsste sich noch verändern? Ich glaube, so dieses Hauptproblem, dass es einfach zu wenige sind, das hat ja verschiedene Ursachen oder verschiedene Drehknöpfe. Und da gehört also ganz einfach dazu, dass man besser bezahlt werden müsste noch. Aber auch so Sachen wie, dass die Pflege wirklich als Profession gesehen wird, dass sie nicht mehr nur als Hilfsberuf der Ärzte wahrgenommen wird, sondern tatsächlich als eigene Profession mit eigener Expertise. Und da gehört für mich auch zu, dass sie Alleinstellungsaufgaben hat. Also dass es Aufgaben gibt, die wirklich nur die Pflege machen darf, weil sie dafür ausgebildet ist und kein Arzt zum Beispiel. Ich weiß, dass schon im Vorfeld, bevor ihr beide aufeinander getroffen seid, dieser Professor Dr. Dietrich Grönemeyer, ich hatte ihn auch mal zu Gast und ihm war das immer sehr wichtig. Er hat immer gesagt, Pflegerinnen müssten viel mehr eingebunden werden, weil die kennen die Patienten viel besser. Und jetzt seid ihr in dieser Talkshow aufeinander getroffen und es war wirklich, du hast es ja, er wurde manchmal eingeblendet, während du diesen Text vorgetragen hast. Und also er meinte dann am Ende, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben einen so schönen, berührenden und auf den Punkt gebrachten Text gehört. Und er hat dich sofort in den Arm genommen. Also du hast ihn wirklich emotional sehr berührt. Ja, das war wirklich ein sehr berührender, besonderer Moment dort in der Talkshow. Ich habe damit auch nicht gerechnet. Und ja, wir sind auch immer noch in Kontakt. Also wir haben da, glaube ich, ähnliche Visionen von Träumen. Ja. Du nennst es, glaube ich, auf Augenhöhe miteinander. Also Pflegerinnen und Pfleger mit den Ärztinnen und Ärzte. Also das ist im Moment nicht Standard. Also es ist sehr unterschiedlich. Es gibt Stationen oder vielleicht auch Kliniken, wo das viel mehr der Fall ist, aber immer noch auch zu viele Stationen, die ich erlebt habe, wo es leider nicht so ist, wo es immer noch so ein von oben herab ist, ein Delegieren oder auch Befehlen. Ja. Dabei ist es also, ja, also ich meine, man kann sich nur helfen gegenseitig. Also es kann auch nur Patientensicherheit bestehen, wenn wirklich so eine Zusammenarbeit herrscht. Also immer, wo ein Gegeneinander passiert, weil man irgendwie ja was persönlich gegeneinander hat oder ja da irgendwelche Vorfälle waren, dann leidet immer der Patient oder die Patientin darunter, weil dann nicht richtig kommuniziert wird und Dinge untergehen. In eurem Beruf kann immer was Schlimmes auch passieren. Wie bist du mit der Angst vor Fehlern umgegangen? Ja, das ist auch wirklich ein ganz wichtiges Thema, diese Fehlerkultur. Da muss auch noch ganz viel passieren im Krankenhaus, weil ja, also es passieren Fehler und ich glaube, das Wichtigste ist aber, dass man offen damit umgeht und es möglichst schnell auch kommuniziert, damit halt noch was ja, getan noch zu retten werden kann. Ja, also klar. Wenn man, genau, also dass mal ein Medikament irgendwie falsch gegeben wird, irgendwas vertauscht wird, das passiert halt einfach, muss man so sagen. Und da wäre es einfach wichtig, dass da irgendwie so ein Klima herrscht, dass einfach das da offen drüber gesprochen werden kann, weil das ist das Wichtigste. Ja, na klar, so, weil sonst, wenn man das nicht macht, dann vertuscht man Fehler und das kann ja noch viel, viel schlimmere Konsequenzen dann haben, leuchtet mir ein, ja.
Ja. Ja, man muss immer so eine gute Balance finden zwischen selbstbewusst vorangehen und trotzdem immer so ein bisschen die Respekt und die Vorsicht auch bewahren. Ja, und ich hatte aber oft gute, es nennt sich bei uns Praxisanleiter, Praxisanleiterinnen, die einem helfen, die mal mit einem einen Tag lang mitgehen und ein bisschen zugucken oder Tipps geben. Und ja, wenn das Leute sind, die einen ermutigen und trotzdem sagen, ich stehe hinter dir und wenn was passiert, ich helfe dir so, das ist ganz wichtig, gerade am Anfang eines Berufs. Deine Eltern, die sind ja anscheinend immer noch in der Pflege. Also kann man sagen, dass die damit ihren Weg gefunden haben, die damit sehr gut klarkommen? Das, man muss das auch mal dazu sagen, also mein Vater ist mittlerweile Lehrer für Pflegeberufe und meine Mutter ist noch arbeitet noch als Pflegerin, hat aber auch keine volle Stelle. Ich glaube, das macht auch schon mal was aus. Ja, ich habe von denen aber immer echt sehr viel Positives mitbekommen. Also die hatten und haben immer viel Freude auch an ihrem Beruf. Und ja, ich glaube, das bestärkt einen auch und bewahrt einen auch vom Burnout. Ja, ja, und du sprichst was an. Also es gibt natürlich, es gibt einfach Berufe, da muss man vielleicht auch, da kann man nicht 8 Stunden arbeiten oder 10, meistens werden ja noch Überstunden gemacht, sondern den Beruf einfach attraktiver machen, also dass ihn mehr Menschen ergreifen. Ja, und da gibt es auch schon ganz viele Ideen und Ansätze in verschiedenen Häusern, wie man auch so ein Schichtsystem aufbrechen kann und individueller anpassen. Also weil es gibt ja auch ganz viele Familien, Väter, Mütter, für die dieses Schichtsystem einfach Gift ist für die Familie. Ja. Und da gibt es aber auch Möglichkeiten. Es ist nicht so, dass man da drin bleiben muss. Man kann da auch wirklich gucken, dass man Mütter-Väter-Schichten erfindet. Also da kann man, glaube ich, echt kreativ werden. Ja, aber das ist doch schön, dass dein Vater ins Lehrende gewechselt ist, weil er ist ja im Grunde an der Stelle, wo er dann wahrscheinlich auch zumindest ein kleines Rädchen drehen kann. Ja, und ich glaube, dass er auch echt viel Begeisterung da weitergeben kann. Und das ist das ist ja das Allerwichtigste. Ne? Ja. Das war bestimmt nicht so einfach für dich, oder? Als du dir diese Entscheidung getroffen hast, aufzuhören. Wie war das für dich? Also das war tatsächlich keine leichte Entscheidung. Also ich habe das einfach sehr, sehr gerne gemacht. Und dann, ja, es kam eigentlich in so einem Prozess, dass ich gemerkt habe, mich interessieren noch so viele Dinge, die ich gerne wissen will, also so eine Wissbegier, dass ich tiefer einsteigen wollte in Therapie und noch Anatomie und das ganze Zeug. Ich gemerkt habe, das ist eigentlich jetzt nicht mehr Aufgabe der Pflege. Ja, aber mir war und ist durchaus bewusst, dass ich als Ärztin ja nochmal also eine andere Rolle habe und es ja, wenn ich die Nähe zum Patienten bewahren will, muss ich dafür auf jeden Fall was tun. Wenn nicht du, wer dann, ne? Also weil du wirst anders mit Pflegenden umgehen. Ja, ich hoffe es sehr. Also ich bin ja, ich habe ja immer. Ja, also ich habe immer noch ein Pflegeherz und ich glaube, ich werde da auf jeden Fall mit der Pflege zusammenarbeiten wollen. Also das sind ja auch meine Kollegen. Natürlich. ja, das ist mein Wunsch auf jeden Fall. In was für einem Semester bist du jetzt im Medizinstudium? Ich habe jetzt 3 fertig, also ich komme jetzt ins 4. Es gibt ja jetzt mittlerweile verschiedene Studiumssysteme, aber in Marburg ist es noch das klassische System, dass man halt erstmal nur 4 Semester komplett nur reine Theorie hat und noch keine praktischen Anteile. Und das fehlt mir schon. Das glaube also ich. Ich merke, dass ich, ja, ich habe schon Sehnsucht irgendwie mal wieder praktisch. Ja. Schon irgendwie. Aber das ändert sich nach diesen 4 Semestern. Also dann ist auch in Marburg, dann kann man mal in die Klinik und hat mehr mit auch Menschen zu tun. Genau, dann fangen so Praktika an, also Formulaturen und solche Einsätze im Krankenhaus. Wie gehen deine Mitstudenten oder die Professoren damit um? Also von Professoren habe ich echt noch nie irgendwie Rückmeldung bekommen. Und ja, meine KommilitonInnen, das ist halt. Also am Anfang war es immer, ach, du bist doch die mit dem Video und so, aber mittlerweile ist es irgendwie so normal geworden und man studiert halt normal miteinander. Konntest du den Numerus Clausus übergehen, weil du diese Pflegeausbildung hattest oder hattest du ein 1er-Abitur, das, wo du dann studieren konntest? Nee, leider nicht. Ja, aber dann war es ja gut. Wahrscheinlich hat das was geholfen, ne? Oder? Diese Pflegeausbildung. Ja, genau. Dieses Medizinstudiumsplatzvergabe, die ist sehr komplex, aber man sammelt Punkte und eben durch die Ausbildung, die ich habe ich da schon mal einige Punkte gesammelt und dann kommt man so zu einem Platz irgendwie.
findest du denn diesen Numerus Clausus irgendwie gerechtfertigt? Also ich habe immer den Eindruck gehabt, es haben dann die Falschen studiert. Also wenn es nach mir ginge, dann würde man immer ein persönliches Gespräch führen und so irgendwie rausfinden, wie die Leute geeignet sind. Oder auch noch längere Pflegeeinsätze voraussetzen. Das fänd ich gut. Das ist was. Hast du denn so eine Idee für dich, in was für eine Richtung du gehen könntest als Ärztin? Ja, ich bin im Moment noch sehr offen. Ich kann mir gerade sehr viel vorstellen. War ja auch in der Pflege auf verschiedenen Stationen und fand irgendwie immer viel spannend. Also ich bin auch schnell begeistert von Dingen. Und deswegen bin ich da wirklich noch offen. Also ich kann mir Krankenhaus, also Klinik vorstellen. Ich kann mir aber tatsächlich auch eine Praxis vorstellen. Ja, mal schauen, wo es mich hinführt. Also man kann ja auch vieles verbinden, ne? Also du kannst, was weiß ich, erst in der Klinik arbeiten, dann eine Praxis aufmachen. Also das, man hat schon sehr viele tolle Möglichkeiten. Hättest du Lust, noch mal kurz was zu lesen für uns? Ja, das ist ein Text, den ich zu Muttertag mal geschrieben habe, aber ihn eigentlich jetzt gar nicht mehr gerne an Muttertag lese, sondern viel lieber an jedem anderen Tag. Und er ist für alle, die sich von diesem Text angesprochen fühlen. Das ist an die Mütter, die das Licht im Flur anmachen und die Tür einen Spalt breit offen lassen. Für die ungestört ein fremdes Wort und die Dusche Urlaubsort ist. An die Mütter, die Schürfwunden reparieren und Fahrräder und gebrochene Herzen. An die Mütter, die Turnbeutel noch in die Schule bringen, die Äpfel schnitzen und Gesichter in Gurken ritzen und die sagen, nimm dir eine Jacke mit. An die Mütter, die ihr Kind verloren haben, doch trotzdem noch Mütter sind. Die Mütter, die ihr Kind nicht selbst geboren haben und die besten Mütter sind. An die Mütter von ihrem Enkelkind. An die Mütter, die gleichzeitig Väter sind und die Mütter, die eigentlich Väter sind. An die Regenbogenmütter in Bund. An die Mütter, die lieben. Ohne Grund. Oh, vielen Dank. Das ist so schön. Ja. Es bekommt doch auch wirklich durch dich, es ist nicht nur der Text allein. Ich finde, man hat es jetzt auch so gemerkt. Es ist dieses Vortragen und die Worte. Mhm. Also ich weiß nicht, es ist ein bisschen wie Musik, ne? Weil es gehört zusammen. Ich weiß nicht, wie du das empfindest. Ja, das ist so dieses Spoken Word, also dieses Kombination aus Text und Vortrag. Ja, und deswegen kann ich auch das Hörbuch empfehlen. Das ist nämlich auch draußen. Da kann man sich alles anhören. Ja, das ist, glaube ich, in dem Fall ganz besonders wichtig, weil das gehört, weil du hast ja auch so eine, das ist ja auch dieser Rhythmus, diese Melodie, ja, das ist halt eben dieser Poetry Slam. Und ja, denkst du denn, wenn du schreibst, du im also sprichst du oder ist erstmal nur der Text da? Also ich glaube, beim Schreibprozess ist auch in meinem Kopf immer schon das Gesprochene. Also ich höre da quasi schon den Klang der Wörter immer mit und den Rhythmus, den das hat. Manchmal haben Ärzte so ein bisschen das Problem, die richtigen Worte zu finden, wirklich extremen Situationen. Ich finde es einfach so schön, weil du jemand bist, der so eine empfindsame Seele für das Gesprochene und das gesprochene Wort hat. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Wobei wahrscheinlich das auch nochmal eine andere Nummer ist, in solchen Situationen dann die wirklich richtigen Worte zu finden, wenn man solche Diagnosen überbringen muss. Aber immerhin weißt du, also ich glaube, das ist ja dein Leben, ne? Also ich meine, du hast dich ja mehr früher, bevor du dich mit Medizin auseinandergesetzt hast, denke ich mir, hast du dich mit Sprache auseinandergesetzt. Du wirst nie vergessen, was Worte bewirken können bei Menschen. Das ist, ich finde das immer wieder erstaunlich, was Worte für eine Kraft und für eine Macht auch haben. Also was man für Emotionen auslösen kann. Also man kann ja wirklich Menschen zum Weinen bringen, aber auch zum ins Lachen, in einen Lacheinfall bringen. Also und dann eben auch und diese Emotionen führen dann ja auch wieder zu Taten, zu irgendwelchen Reaktionen. Diese Kraft der Worte sind ja sehr, sehr groß, auch für einen Arzt. Mhm, ja, total. Oder auch der Effekt, den man hat, wenn man sich halt mal mit jemandem ein bisschen beschäftigt, wenn man jemandem Zeit schenkt, der zum Beispiel viele Schmerzen hat, viele Beschwerden und man dann merkt, boah, jetzt nur vielleicht nach dem 10-Minuten Gespräch ist er einfach viel beruhigter und meldet sich gar nicht mehr für Schmerzmittel. So, das hat einfach wirklich Auswirkungen, wenn man mal sprechen kann. Das hast du wahrscheinlich auch, das hast du mehrmals konkret erfahren. Auch gerade so PatientInnen, über die man sich dann vielleicht mal beschwert, weil die wirklich permanent klingen.
klingeln und die wollen immer irgendwas und so. Und aber dann sich immer mal wieder zu erinnern, ja, was braucht der Mensch gerade? Vielleicht einfach mal 5 Minuten zu ihm setzen, kurz ein bisschen quatschen, ein bisschen fragen, wie es ihm geht. Und das kann so oft so viel bewirken und dann ist er für den Rest des Tages zufrieden. Was, da fällt mir ein, das ist vielleicht auch ganz gut, weil wie sollten wir uns denn als Patienten verhalten? Also was können wir denn tun, damit die Arbeit entspannter wird? Also ich finde eigentlich immer am wichtigsten, dass der Respekt bewahrt wird, egal in welcher Situation. Also das gilt beidseitig, dass man immer den Respekt vom Patienten hat, aber die Patientin eben auch gegenüber der Pflege immer den Respekt bewahren. Und ansonsten finde ich es wichtig, dass man offen kommuniziert, dass man immer sagt, wenn man was braucht und wenn es einem schlecht geht. Das machen nämlich viele Patienten dann auch nicht, weil sie Angst haben, die Pflege zu nerven oder zu belasten. Immer sagen, wenn einem was wehtut oder wenn man das Gefühl hat, ich brauche Hilfe. Also dann lieber einmal mehr klingeln. Ja, das auf jeden Fall bitte tun. Du hast ja mehrere Sonntagsgedichte. Wieso gerade so viele Sonntagsgedichte? Ist es deine besondere Beziehung zu Sonntagen? Nee, es hat eigentlich ganz banal angefangen, dass ich mal an einem Sonntag ein kurzes Gedicht geschrieben habe. Irgendwie saß ich da, mir ist was eingefallen. Und dann habe ich überlegt, wie nenne ich es? Ach, ich nenne es einfach ein Sonntaggedicht, weil es halt Sonntag ist. Und dann ist es irgendwie so ein bisschen zur Routine geworden, dass ich an gedacht habe, oh, jetzt könnte ich ja am nächsten Sonntag mal wieder eins schreiben und so kam das dann. Ich fand dieses ein neuntes Sonntagsgedicht, du hattest es auch schon mal erwähnt im Gespräch und eine freundliche Bitte, magst du uns vielleicht daraus nochmal was vorlesen? Ja, also da geht es so um diese Alltagsbeobachtungen. Ja. Danke für, dein Rucksack ist offen. Brauchen Sie Hilfe dabei? Möchten Sie vor mich und hier neben mir ist noch frei. Sie haben da etwas verloren. Die Dame war vor mir dran. Falls die Bahn nicht mehr fährt, wollte ich sagen, dass ich sie mitnehmen kann. Darf ich mit anfassen? Und setzen Sie sich, ich kann stehen. Ich kenne den Weg und kann gerne ein Stück noch mit Ihnen gehen. Danke dafür, wir können es noch. Oder wir können es schon. Danke dafür und bitte, bitte noch mehr davon. Ja, bitte noch mehr davon. Ja, weil es ist, mir ist auch wieder eingefallen, wie schön solche Momente sind. Also wie ich bin dann immer so berührt. Also wenn Menschen so, das sind ja eigentlich kleine Dinge. Aber es ist berührend, weil woran liegt es? Wahrscheinlich, weil man darin von Menschen, die man ja gar nicht kennt, wenn man da diese Menschlichkeit spürt. Total. Und es kann wirklich einem den Tag retten. Also ich denke gerade auch an eine Situation, wo ich eigentlich den Bus verpasst hatte. Also ich habe den nur noch so von hinten gesehen, bin hingerannt und dann hat der Busfahrer mich im Rückspiegel gesehen und nochmal angehalten und nicht reingelassen. Das ist irgendwie so, dann ist der Tag schon gerettet. Aber nicht nur für dich, die den Bus dann bekommen hat. Ich glaube, das ist auch, weil der kriegt ja was zurück. Du hast den wahrscheinlich angestrahlt dann, oder, den Busfahrer? Ja, ich habe mich bedankt. Ja, genau. Dankeschön. Und dann war aber für ihn auch. Also vielleicht hat es auch seinen Tag gerettet. Also es ist gegenseitig. Ne? Es macht so vieles besser. Ach ja, also hast du denn heute noch was Besonderes vor? Heute ist, glaube ich, noch eine Lesung, oder, für dich? Genau, heute Abend sind wir hier in Berlin im Thalia zur Premierenlesung. Ja. Ein spannendes Leben, Lea, was du da im Moment hast, oder? Hast du denn überhaupt noch Zeit zum Studieren bei all dem? Ja, ab und zu. Also ich habe jetzt zum Glück gerade Semesterferien und deswegen kann ich hier so ein bisschen unterwegs sein. Ja, also das lässt sich noch so ganz gut miteinander vereinbaren alles. Ja, also während des Semesters muss ich schon schauen, dass ich dann auch mich aufs Studium konzentriere. Das will ich ja auch gerne und gut machen. Und ja, mit den Semesterferien und Wochenenden kann ich dann mehr so schreiben und touren und sowas. Marburg wartet schon auf dich wieder, dass du wieder schnell bald nach Hause kommst, glaube ich. Ne? Und es ist wirklich schön, dieses Buch gelesen zu haben, diese Gedichte gehört zu haben. Also sie bewegen was in einem und ich bin mir ganz sicher, du als Ärztin, also jeder Patient, jede Patientin kann froh sein, dich irgendwann mal als Ärztin zu haben. Danke, ich hoffe sehr. Also toi toi toi, weiterhin viel Erfolg für das Buch und die Auftritte und noch eine schöne Zeit in Berlin. Dankeschön.